Der Radsportclub Braunau veranstaltet seit vielen Jahren in Oberschlierbach das Auftaktrennen zur Radquerfeld-Einsaison. Ja, wir kommen circa seit 27 Jahren, veranstalten wir die Rennen hier in Oberschlierbach. Voriges Jahr haben wir leider aussetzen müssen, also da hat es die Veranstaltung nicht gegeben. Und heuer machen wir es gemeinsam mit dem neu gegründeten Sportverein Oberschlierbach, veranstalten wir als AB Radsport Braunau diese Veranstaltung. Über 70 Querfeldeinfahrer gingen in 7 Kategorien an den Start. Die Teilnehmer kamen aus Österreich und aus Deutschland. Je nach Kategorie waren zwischen 20 Minuten und einer Stunde zu fahren. So fuhr zum Beispiel der Niederösterreicher Roland Mörks in einer Stunde, einer Minute und 7 Sekunden 20 Kilometer mit einem Schnitt von 19,6 km/h auf dem 1 Kilometer langen Rundkurs rund um das Gasthaus Großer Jäger. Am Sonntag gingen zuerst die jüngsten Teilnehmer an den Start, die 8-jährigen Zwillinge Rosalie und Leonhard Denk aus Niederösterreich. Sie fuhren ihr erstes gewertetes Rennen. Auch die oberösterreichische Landesmeisterschaft stand am Programm. Die Landesmeistertitel wurden nur in den Kategorien U17 und Amateure vergeben, da zu wenige Oberösterreicher am Start waren. Landesmeister wurde Thomas Mayer bei den Amateuren und Mario Holzleitner bei der U17. Das Eliterennen gewann Philipp Heigl und im Rennen der Junioren und Masters holte sich der deutsche Martin Meiler den Sieg. Das ist ein anspruchsvoller Kurs, gerade mit dem Zirger da hinten auf, das tut schon weh. Aber bringt, denke ich, ja sehr viel und wie gesagt, macht einem Mord Spaß da zum Fahren. Mitveranstalter des Franz Stadelmeier Gedenkrennens ist seit heuer der SV Oberschlierbach. Super war's, also vom Wetter haben wir Glück gehabt, wir haben einen Standelstein gehabt, das soll auch passen vom Moment so her, also tolle Veranstaltung. Und auch Bürgermeister Oskar Krasnick ist Radsport begeistert. Ja, für uns war es oder ist nach wie vor, gehört es einfach zu einer Tradition zu Oberschlierbach dazu. Es war nur im letzten Jahr leider so, dass es leider nicht stattfinden hat können. Umso mehr freuen wir uns, dass jetzt wieder so weit ist. Und wir schauen natürlich, dass wir das auch auf die nächsten Jahre wieder abgesichert machen können. Aber für uns gehört es eigentlich auch zum, ja, es gehört schon zur Gemeinde irgendwie dazu. Und das möchten wir auch beibehalten.